nun zugrunde und ich frage mich, sehen meine Kinder bis zu ihrem Ende Tageslicht? Denn die moderne Welt brachte das Gegenteil. Wir erkauften uns Fortschritt mit CO2 für Kraftwerke, Treibstoffe, Industrie, moderne Landwirtschaft und Mülldeponie. Damit haben wir es so weit getrieben, es ist heiß wie nie, globale 187. Wir dachten viel zu lange Scheiß auf den Dreck zulasten eines riesen Treibhauseffekts. Und infolge der Erwärmung schmilzt das Eis, die Sonne wird kaum reflektiert, das wird noch heißer. Das Klima spielt verrückt und Wälder brennen. Die einen leiden Dürren, andere werden überschwemmt. Wir sind mittendrin, die Erde kollabiert. Sie kann die Folgen der Menschheit nicht mehr tolerieren. Wir müssen eingestehen, ewiges Wachstum wäre illusorisch, ein dämlicher Schachzug. 2 Grad Max, darüber sind wir schachmatt. Um das zu schaffen, braucht es einen echten Kraftakt. Let's change the way it is. Things should never be the same. Let's change the way it is. Ist ein komplexes System, umso wichtiger sie jetzt zu verstehen. Die Meere nehmen ein Drittel vom CO2 auf, teure Kühlung zulasten des Kreislaufs. Denn Schalen, Tiere und Korallen sterben ab, Elemente in Nahrungsketten werden knapp. Für Nutztiere werden Wälder vernichtet, für ihr Futter Felder vergiftet. Mit Düngemitteln und Pestiziden, die versickern, in Gewässer fließen sie. Lassen Algen sich wie Krebs verbreiten, Sauerstoff wird gebunden. Es gehen die meisten Fische elend zugrunde, verdammt zu ersticken. Die Meere versauern, verkommen zum Müllkippen. Voller Plastik, Dreck der Gesellschaft. Es braucht Ökosysteme und keine Weltmacht. Wir zerstören jegliche Vielfalt und dulden auf Vieh in unsäglicher Tierhaltung. Die Welt ist ein Geschäft und dass wir pleite gehen. Es ist höchste Zeit, das endlich einzusehen. Let's change the way it is. Things should never be the same. Let's change the way it is. Change the way it is. Oh yeah. Wir brauchen jetzt Veränderung. Es ist an der Zeit für uns Menschen, einen echten Wandel einzuleiten. Wir müssen unseren Umgang mit Tieren ändern, unseren Umgang mit CO2 ändern. Und wir müssen unbedingt damit aufhören, den Planeten voll zu müllen. Wir haben die Natur völlig aus dem Gleichgewicht gebracht und müssen jetzt alles tun, das wieder umzukehren. Wir müssen etwas tun. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen endlich die Zeichen der Zeit verstehen. Wir können uns weitestgehend darauf fokussieren, Fleisch zu übersetzen, Emissionen reduzieren, für weniger Abfall in der Industrie, nachhaltige Kreislaufökonomie. Außerdem mehr Wälder als Felder, und was wir anbauen, das essen wir selber. Stillen den Welthunger, stoppen die Tiermast. Wir müssen schlussendlich akzeptieren, dass, auch wenn wir uns nach der Krone so sehen, wir sind nur Teil eines großen Systems. Der Planet braucht uns weniger als wir ihn. Deswegen sollten unsere Regeln noch ihm dienen. Wir brauchen länderübergreifend Gesetze, um zu vermeiden, ihn weiter zu verletzen. Verdammt, das ist die letzte Chance, mit dieser Krise zurechtzukommen und die Weichen zu stellen für Generationen, die uns folgen, diese Welt zu bewohnen. Let's change the way it is. Things should never be the same.